Hallo und herzlich willkommen bei Epic auf der SHOT Show 2022. Dreimal dürft ihr raten, an welchen Strand es uns hingespült hat. Die Jungs von MacPull haben uns gleich hier ausstaffiert, weil ohne Cap keine Drehgenehmigung. Wir gehen kurz über die ganzen Neuheiten, unter anderem auch die Neuheiten 2021 und 2022 und schauen uns die ganzen Geschichten mal an für euch. Wir gehen als erstes über den Swag, den MacPull jetzt 2021 und 2022 neu rausbringt. Und zwar gibt es im Sonnenbrillensektor Neuheiten, gibt jetzt Sonnenbrillen mit mehr Seitenschutz. Das Ganze in der polarisierten Version, dann die normale und neue Version, die sie jetzt auf den Markt gebracht haben, mit weniger Seitenschutz. Das setzt man wieder zurück. Dann neu kam 21 schon raus, ist der Gear Tray oder die wasserdichte Schale, die man zusammenknüpfen kann, beziehungsweise nicht wasserdicht, aber wasserabweisend, die hier eine Magnetplatte drin hat. Wenn ihr auf der Range oder irgendwo euer Zeug auseinanderbauen müsst, dann bleibt das Zeug hier automatisch drin hängen und es geht nichts verloren auf der Range. Gibt es in zwei Größen, ja genau, das war das hier, einmal in quadratisch und rechteckig, dann neu für 22 die Utility Pouches, die im Prinzip bestücken könnt, wie ihr es gerade braucht und mit was ihr braucht. Könnt ihr euch ein Bubu-Kit machen, ein kleines Range-Kit für die Range oder irgendeinen anderen Krempel, den ihr halt gerne jeden Tag dabei habt. Die Dakar-Serie wird bei MacPull immer weiter ausgebaut und wir haben jetzt hier die Lightweight-Variante vom Dakar-Pouch. Also der ist ultra leicht, ist nicht mehr in diesem Gummi- oder plastikähnlichen Material. Wirklich wiegt fast gar nichts mehr, gibt es auch in drei verschiedenen Varianten. Dann geht es weiter, der reguläre Dakar-Pouch, den jeder kennt, beziehungsweise das Material, das jeder kennt, in der größeren Variante und eben auch wie eine Art Reisetasche, beziehungsweise für euer Badezubehör etc. pp. Oder euer Range-Zubehör, wenn ihr auf die Range geht, für Magazine etc. Alles, was ein bisschen Spritzwasser geschützt sein soll. Dann haben wir Handschuhe, da hat sich nicht viel getan in dem Sektor. Wie gehabt, gibt es nach wie vor und wir gehen weiter zu den nächsten Teilen. Ganz neu für 2022 ist die große Dagger Can, sozusagen der große Bruder von der kleinen Dagger Can. Die hat die Größe von, ich sag mal so, hat sich perfekt als Brillenetui herausgestellt und das große geht jetzt nochmal ein Drittel mehr Volumen und bringe ich auf jeden Fall korrekturmäßig oder sonnenbrillenmäßig drei Brillen locker rein oder eben andere Geschichten wie vielleicht einen kleinen Thermalvorsatz oder irgendwas, was einfach geschützt untergebracht werden soll. Coole Geschichte, kommt vermutlich in denselben Farben wie die Standard-Dakar-Pouches. Das nächste ist der Dakar-Pistol-Pouch, der ein Padding auf der Innenseite hat, um eben pistolensicher zu verstauen. Und als nächstes dann noch die Dakar-Pouches mit Sichtfenster in Signalfarbe, wo man einfach ein bisschen sieht, was habe ich gerade im Dakar drin, was brauche ich jetzt gerade, um einfach besser darauf eingehen zu können. Das gleiche hier bei der Geschichte, wo man sieht, jetzt hier als Beispiel mit Bubu-Kit und meinem Essbesteck und dem ganzen Zeug, also man sieht besser, was habe ich in dem Pouch drin, welchen Pouch brauche ich jetzt gerade. Speziell bei den Shirts gibt es kein Release-Date oder dergleichen. MacPull released jetzt über die letzten zwei Jahre bzw. anderthalb Jahre immer wieder neue Shirt-Designs. Ihr seht, haben sie da auch ein bisschen weiterentwickelt. Früher gab es immer nur so zwei, drei monotone Shirt-Designs von MacPull. Jetzt haben sie ein bisschen nachgelegt. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Checkt das immer aus bei einem lokalen MacPull-Dealer. Wie gesagt, kommen immer wieder neue Designs dazu. Für jeden ist was dabei. Wie bereits gesagt, gehen wir auch über die Produkte, die 2021 rausgekommen sind und eben nicht auf einer SHOT Show präsentiert werden konnten. Wir haben hier, wie auch bei MacPull bereits auf der Homepage präsentiert wurde, den PRS Lightstock für die AR-Plattform, egal ob AR15 oder AR10. Wir haben hier eine abgespeckte Version von dem bekannten PRS-Stock, der mittlerweile in der dritten Generation erhältlich ist. Wir haben hier im Prinzip eine leichtere Version, die den Unterschied zum PRS 3 in der Vollausstattung ist nur der Unterschied, dass ich hier nicht ohne Werkzeug meine
Anschläge und Cheatgrass verstellen kann. Das heißt, ich brauche, um mir den Stock anzupassen, auf jeden Fall Werkzeug. Und das ist im Grunde genommen der große Unterschied. Ich habe trotzdem noch Adjustable Lengths, ich habe mein Cheatgrass, das ich einstellen kann. Und wie gesagt, die Geschichte funktioniert sowohl für AR-15 als auch für AR-10. Eine coole Alternative für die Leute, die einen verstellbaren Stock wollen im PRS-Style, aber nicht bereit sind, so viel Geld für den regulären PRS auszugeben. Für 2022 bringt MagPul den MOE SLM. Das ist eine kürzere Version des Standard MOE. Und ihr seht hier schon das Ganze in einer wesentlich kürzeren, also fast 3 bis 4 cm abgespeckten Version. Es sind hier noch die Protos drauf, deswegen auch noch kein fertiges Finish auf dem fertigen Druckteil. Dann, was noch neu kommt von MagPul, ist das schnell abzunehmende bzw. komplettes Polymer Dust Cover. Kann man hier über die kleine Hebelfunktion komplett, also schnell abnehmen. Ich komme jetzt nicht so richtig ran, aber auf jeden Fall cooles Feature im Vergleich zu einem Standard Steel Dust Cover. Als nächstes neues Produkt für 2022 kommt das MOE Bipod, das praktisch direkt an die MOE-Schnittstellen der MOE-Linie von MagPul angeschlossen werden kann. Wir haben hier einen Schnell-Locking-Mechanismus, der im Prinzip nur direkt in das MOE geklickt wird und sich durch diese Drehbewegung am Rad in die MOE-Öffnung verriegelt. Das Ganze hier ist auch noch in der Erprobungsphase bzw. in der noch nicht fertigen Oberflächen-Finish-Phase. Auf jeden Fall dieselbe Stabilität wie das Standard-MOE-Bipod in den anderen Varianten mit der entsprechenden Ausfahrmöglichkeit. Das Ganze hier im Unterschied zu dem bevor rausgekommenen MOE-Bipod ist, dass wir hier eine komplette Plastikkonstruktion haben. Auch die Stäbe hier drin sind aus Spritzguss, aber machen einen sehr vernünftigen Eindruck, sehr stabil und eine coole Sache mit der Schnellverriegelung. Als nächstes an derselben Waffe zufällig haben wir hier eine Ruger American Rifle, die bei Jägern sehr beliebt ist, auch in Deutschland immer mehr Beliebtheit erfährt, weil sie eben einen sehr geringen Anschaffungspreis hat. Man hat bei 300 Blackout die Patrone, die jetzt auch in Deutschland speziell für die Jagd sehr immer mehr Popularität gewinnt. Das Problem für dieses Kaliber, ein Steckmagazin bzw. ein Magazin mit mehr Kapazität zu finden, ohne gleich massiv viel Geld auszugeben. Wir haben hier, hat sich MagPul was einfallen lassen, und zwar ein Button Release für den Handerschaft, das normale Stayneck Magazine aufnehmen kann. Das heißt, ihr könnt hier in dieses Bottom Metal, in diesen Magazinschacht, jedes Standard AR-15 Magazin einführen, und somit ist euer Zuführungsproblem bzw. euer Magazinproblem in Bezug auf 300 Blackout einmal gelöst. Wie gesagt, das hier alle auch noch in der Erprobungsphase, ließ sich jetzt leider nicht so, geht noch ein bisschen hakelig, aber auf jeden Fall eine coole Lösung, speziell wenn man schon AR-15 User ist und die Magazine dementsprechend zu Hause hat. So, jetzt sind wir hier in der European Corner angekommen bei MagPul. Wir haben hier die neuen Produkte für die MP5 und für die CZ Scorpion. Fangen wir mit der MP5 an. Kam auch schon etwas früher raus. Wir haben hier das Handguard-Set für die MP5, für die Standard-MP5. Das Ganze noch das Stock-Set mit praktisch Einschubschaft, der sich butterweich einschieben lässt und auch oder war ich ausfahren. Wir haben hier einen komplett von MagPul gefertigten Lower Receiver bzw. Griffstück mit Enhanced Sicherung bzw. einer größeren Sicherung als bei der Standard MP5. Das Ganze noch gepaart mit einem super illegalen Drum Mag, das in Deutschland wahrscheinlich so nicht erhältlich sein wird. Das Ganze hat eine Magazinkapazität von 50 Schuss und
bringt das Ganze auf ein komplett anderes Level, was die Feuerkraft betrifft. Aber wie gesagt, in Deutschland für uns oder für den Zivilmarkt nur die drei Komponenten verfügbar. Kommen wir zur Scorpion. Wir haben hier was Cooles, und zwar den Schuhkopfstock für die AK-Linie. Kennt, denke ich, jeder. Wir haben hier einen Adapter für die CZ Scorpion, der von Reptilian gefertigt wird, der es möglich macht, den Schuhkopfstock an der CZ Scorpion zu montieren. Dann noch ein paar andere Features, wie auch bei der MP5 hier das 50-Schuss-Magazin, den Griff für die Scorpion, die Sicherung, die von Magpul jetzt mit einer größeren Auflage für die Finger gefertigt wird, und ansonsten der reguläre Magpul-Stuff wie die Flip-Up-Sights und die Swing-Aufnahmen, die ihr sowieso schon kennt. Kommen wir jetzt zu was Coolem. Letzte Woche hat Magpul den Release vom 700er L, also der Lite-Version vom 700 Pro, angekündigt. Lite in Form von Preis, Gewicht und natürlich leider auch Features, aber man kann eben nicht alles haben. Beim Pro bzw. beim Pro 700 L ist es so, dass wir hier keine Folder-Funktion mehr haben. Das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied. Die Frontpartie ist komplett identisch zum 700 Pro. Wir haben also nur das Feature des Foldable Stocks, nicht bei der L-Version. Und natürlich, wie wir es vorher schon bei dem PRS Lite gesehen haben, dieselbe Variante. Das heißt, kein Toolless Adjustment, alles aufs Wesentliche beschränkt. Wir haben trotzdem eine super stabile Konstruktion, weil das Teil hier durchgeht, aber eben keine Möglichkeit, ohne Werkzeug unser Cheekpad oder unsere Length of Pull einzustellen. Des Weiteren, was wir noch an der Waffe sehen, ist das letztes Jahr rausgekommene AECS-Mag für die 223er Patrone. Oft ist es so, dass man gerne ein Pro-Chassis oder ein MacBook-Chassis mit der AECS-Plattform lösen möchte, aber die Preise für die AECS 223-Magazine eben massiv horrend sind. MacBook hat sich da eine Lösung einfallen lassen und ein bisschen ausprobiert und kommt mit dem Magazin praktisch um die Ecke, dass ich 223er-Patronen auf einem AECS-Schacht bzw. System schießen kann. Coole Geschichte, die Biegung entsteht darum, dass es sich anders nicht hat verwirklichen lassen. Natürlich wäre straight optisch cooler gewesen, aber die Funktionalität steht hier im Vordergrund und darüber kann man hinwegschauen. Kurz dazu gesagt, was wir hier sehen, ist die von Magpul angebotene Arca-Rail. Arca-Rail in dem Sinn extrem praktisch, weil man die Option hat, direkt aufs Tripod und vom Tripod zu schießen. Da kann man aber sich nochmal extra drüber, da könnte man auch stundenlang drüber sinnieren und fachsimmeln, aber das lassen wir jetzt mal weg. Aber was cool ist, dass Magpul sich eine Lösung einfallen hat lassen, mit ihrem Bipod direkt auf die Arca-Rail zu gehen. Da warten wir schon länger drauf, weil das eigentlich immer ein Problem ist, mit Bipods aus dem Aftermarket auf die Arca-Rail zu kommen. Da gibt es nicht viele Hersteller bzw. Firmen, die das anbieten. Magpul hat da seinen eigenen Weg gefunden mit einer sehr coolen Lösung, mit einem System, das sich praktisch parallel zueinander an die Arca-Rail zwickt. Sehr stabile Aluminiumkonstruktion. Ich habe trotzdem noch den Cant vom Standard-Bipod, den ich kenne. Kann alles einstellen. Klickt es drauf, schraubt zu und bin trotzdem, habe die Möglichkeit, das Ding hier stufenlos auf meine Stage oder je nachdem auf die Jagdsituation direkt anzupassen. Mehr gibt es hier weiter von mir nicht zu besagen, also alles, was Accessories und Furniture betrifft. Ich gebe jetzt ab an den Bernhard, der zeigt euch noch was richtig Cooles, also bleibt dran. Servus, ihr habt mich ja gerade schon gesehen, der Max hat mich eingeleitet. Ich begrüße euch auch vom Magpul-Stand. Magpul hat heute die Space-Technik entwickelt, zusammen mit der Firma Mastec. Ihr kennt das Ganze vielleicht aus Halo oder anderen kleinen coolen Computerspielchen, und jetzt wird es Wirklichkeit. Wir haben einen Mag-Counter in den Magazinen, wir haben ballistische Computer, die alle Daten in die Zielfernrohre spiegeln, und die Bedienbarkeit ist auch kindereinfach.
Das hier zielt alles auf den zivilen Markt tatsächlich. Für militärische Verwendung ist das noch nicht angedacht. Vielleicht kommt das ja auch mal zu uns. Hier seht ihr das gesamte Bauteil. Es handelt sich hier um die Montage, die vor die LPVOs gespannt wird. Das hinten, das ist nur ein Adapter für Mobiltelefone. Den könnt ihr euch wegdenken, alles was schwarz ist. Aber ich zeige euch, was das nachher auf sich hat. Bevor wir zu den ganzen wirklichen Spaceship kommen, zeige ich euch wirklich mal, wie das mit dem Patronencounter hier funktioniert. Ihr seht in dem Magazin, ich habe eigentlich gedacht, ich wäre hier alleine, aber anscheinend sind noch andere Leute auf der SHOT-Show. Kein Problem. Der Magazincounter ist eine ganz interessante Angelegenheit. Wenn ihr oben auf das Display schaut, seht ihr im linken unteren Quadranten die Zahl 5 von 10 und 3 grüne Punkte. 5 von 10 bedeutet, die linke Zahl, ich habe in diesem Magazin, das in die Waffe eingesetzt ist, müsst ihr euch vorstellen, 5 Patronen und habe insgesamt noch 10 Patronen in meinem Stock. Das heißt, das andere Magazin mit 5 Patronen befindet sich zum Beispiel in meinem Rig. Wenn ihr jetzt seht, ich demonstriere das so, ich schieße eine Patrone ab, die Patrone verlässt das Magazin, jetzt sind es nur noch 4 Patronen im Magazin und 9 insgesamt in Stock. Ich schieße einen weiteren Schuss, jetzt sind noch 3 Patronen im Magazin und noch 8 in meinem Stock. Somit weiß ich, wenn ich mit der Waffe ziele, immer, was habe ich wirklich noch an Munition übrig. Auch seht ihr, dass diese kleinen Punkte nach unten zählen. Das ist wirklich nur für die grobe Sichtbarkeit. Da werden die 30 Patronen im Magazin mit 15 Punkten angezeigt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich 2 Patronen aus dem Magazin verschieße oder entnehme, verschwindet einer dieser kleinen Punkte. Im rechten unteren Bereich seht ihr eine Anzeige mit 750 Metern in diesem Fall. Das ist ein Feed von dem Laserentfernungsmesser, der sich hier on top befindet. Das funktioniert wirklich ganz simpel. Der misst ungefähr 30 Mal pro Sekunde und man kann wirklich ein Ziel verfolgen, auffassen und dann auch bekämpfen. Ein weiteres cooles Feature, was ihr hier im Display auf 12 Uhr seht, ist ein Kompass, der mir zeigt, ich richte die Waffe gerade auf 270 Grad und das ist natürlich, wie wir alle wissen, Westen. Wenn ich jetzt die Waffe verkante, weil ich zum Beispiel durch eine Tür gehe oder um einen Wandvorsprung herumwandere, dreht sich das ballistische Absehen mit. Das heißt, ich könnte ebenso auf weite Entfernungen mein Ziel bekämpfen, weil sich meine Vorhaltemarken mitdrehen. Diese ganze Geschichte hier funktioniert laut der Firma Mastec mit fast allen LPVOs, die sich auf dem Markt befinden, solange sie einen 30 oder 34 mm Tube haben. Natürlich kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt und werden natürlich auch da die Compatibility erweitern. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch die Bedienelemente. Das Bedienelement, mit dem hier alles gesteuert wird, ist eigentlich nur dieser Drehbutton. Der ist jetzt im Moment hier für die Gründe einfach des Displays, dass da nicht jeder umeinander dreht, gesperrt. Aber das ist ein Drehknopf mit einem Push-Button. Dadurch kann das komplette Betriebssystem eigentlich gesteuert werden. Wir können uns durch das Hauptmenü klicken, können unsere eigenen ballistischen Daten einspeichern und können dann auch tatsächlich die komplette ballistische Lösung mit Luftdruck, Atmosphäre, Höhe und was wir so alles brauchen, einspeichern und auch jederzeit abrufen. Programmierbar ist das ganze System sogar mit mehreren Munitionssorten. Auch die kann ich aus dem Modell auswählen. Ich kann die Optik sogar nur über das Menü auf ansteuern, um somit zum Beispiel von einer Anwendung auf einem Maschinengewehr zur Anwendung auf einem DMR-Rifle zu verändern. Das heißt, ich kann mit derselben Optik innerhalb kürzester Zeit einfach umswitchen auf ein anderes Waffensystem. Eine abgespecktere Version dieses Systems findet ihr noch hier. Das funktioniert jetzt hier über eine Side-Mount, in diesem Fall für M-Lock. Ihr seht einfach das Display, wenn ich auch hier eine Patrone aus dem Magazin abmunitioniere. Moment. Dann seht ihr, wie der Round-Count nach unten geht. Munitioniere ich eine Patrone wieder auf. Dann zeigt es mir wieder den Magazinstand an, den ich sehen will. Das wäre zum Beispiel interessant,
Wenn ich mit einem LPVO schieße, das vom System nicht unterstützt wird, oder ich zum Beispiel mit einem Rotpunktvisier arbeite oder einem EOTech oder einem Holosun oder einem Aimpoint, was auch immer ihr so bevorzugt zu benutzen. Puh. Mei Max, das war wieder ein Haufen Shit, was wir uns heute hier gezeigt haben. Wie fandst du's? Ja, auf jeden Fall typisch MacBull, immer innovativ, immer am Puls der Zeit, war auf jeden Fall sehenswert alles. Vor allem, wir konnten die Produkte von 2021 noch mit aufnehmen, mitzeigen. Fand ich auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall ein paar Geldbeutelschröpfer auch dabei für mich, definitiv. Wie war es für dich? Ja, das ist ja natürlich immer der ganze Shit, den man haben will, aber eigentlich nicht wirklich braucht. Aber drum sind wir Fans. Ne? Das ist alles Lego für Erwachsene und vor allem natürlich Lego für Jungs, die nur 7 werden und danach nur noch größer. Aber... Es war wirklich wieder die ganze Zeit wert, die wir hier verbracht haben. Lauter nette Leute, lauter Gleichgesinnte. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin.